Hallo ihr Lieben, ein tagesaktuelles Video und im Hintergrund hört ihr Motorräder, weil heute Silvester ist und da fahren die Motorräder um die ganze Insel und machen Krach. Das heißt, um die ganze Insel, es ist egal wo ich bin, es ist überall laut. Aber ich möchte dann wenigstens nicht direkt an der Küste und in Strandnähe sein, wenn am Abend die ganzen Feuerwerke losgehen, sondern ich will an einem Ort sein, wo keiner ist. Und Silvester ist der Tag, den ich am meisten hasse, weil es da am lautesten ist, ganz allgemein. Silvester und Neujahr. Also. Aber da muss ich durch. Es ist nicht verboten. Ich kann es nicht verhindern, ich kann nicht entkommen. Genauso wie alle anderen, die geräuschempfindlich sind, zum Beispiel Hunde, Katzen, wilde Tiere, alle Tiere. Eigentlich, ich verstehe auch gar nicht, wieso so viele Menschen so einen Lärm genießen, weil es ist eine Qual. Es wird auch als Folter eingesetzt. Also von den ganzen Terrororganisationen wird Lärm als Folter eingesetzt, um Informationen aus den Opfern rauszupressen. Also zum Beispiel ein tropfender Wasserhahn oder einfach irgendein lautes Geräusch. Also alle Stunde oder alle halbe Stunde, vor allem in der Nacht, wenn man eigentlich schlafen will. Und dann wacht man mit Herzrasen auf und hat das Gefühl, irgendwas ist passiert. Der Krieg ist ausgebrochen, man muss wegrennen und hat deswegen einen Adrenalinausschuss. Und so kann man nicht schlafen. Und so kann man auch nicht in Ruhe arbeiten. Also ich weiß nicht, ob es in Tibet irgendwelche zurückgezogenen Klöster gibt, wo man die Feuerwerke nicht hört. Oder in der Mongolei oder vielleicht in Afrika, in so zurückgezogenen Urwaldvölkern. Oder vielleicht machen die dann anderen Krach. Aber ich glaube, die haben ja auch nicht so den Fokus auf. Die haben mal andere Tage, wo die feiern vielleicht. Ich weiß es nicht. Egal. Ich entkomme dem nicht und ich brauche gar nicht drüber nachdenken, in die Mongolei zu gehen oder so. Ich muss da durch. Und ich mache das Beste draus. Ich hoffe, dass ich möglichst viele Videos editiere. Ich habe hier super schlechten Empfang. Das heißt, das 3 Minuten 50 Video oder was ich aufnehme, das wird Ewigkeiten dauern, bis das hochgeladen ist. Aber bis heute Abend ist es auf jeden Fall hochgeladen. Und ansonsten, am 2. Januar fange ich an zu arbeiten. Und zum Glück habe ich ja jetzt mehrere Editoren, insgesamt 4. Und ja, meine Muttersprachlerinnen, also das sind 2 Engländerinnen, eine Französin, eine Spanierin, also aus Südamerika, 2 Italienerinnen und 3 Russinnen. Sind das 10? Habe ich 10 Korrektorinnen? 9. Ich habe 9 Korrektorinnen, muttersprachliche und 4 Editoren. 13 Leute in meinem Team. Ja, ansonsten. Was soll ich sagen? Ich versuche, so produktiv und kreativ wie möglich zu sein. Ich versuche, mich zwischendurch zu erholen, zu entspannen, mich zu bewegen, gesünder zu essen. Gestern hat es nicht gut geklappt, weil irgendwie hat die Elena gemeint, ja, ich hoffe, du kannst auch ein bisschen feiern. Und dann bin ich so in den Supermarkt gegangen und dann bin ich mit dem Wort feiern im Kopf einkaufen gegangen. Ganz doofe Idee. Das war dann so eine Packung Chips, eine Packung Himbeer-Brombeer-Gummibärchen, 2 kleine Pudding. Noch irgendwas.
Das war auf jeden Fall zu viel. Egal, war ja nur gestern. Ansonsten esse ich jetzt ziemlich gesund. Und zweimal am Tag und sehr wenig. Ja, dann macht's mal gut. Guten Rutsch. Frohes neues Jahr, wenn ihr das erst morgen guckt. Viel Glück, viel Gesundheit, viel Erfolg bei allem, was ihr tut. Wenn ihr unterwegs seid, schöne Reisen, gute Fahrt, freie Straßen, ruhige Plätze, schöne Aussichten. Genießt euer Leben. Man lebt nur einmal. Macht's es gut. Pfiat's euch. Tschüssikowski. Bis nächstes Jahr.